Liebe Stubaierinnen, liebe Stubaier, ein herzliches Grüß Gott aus Schönberg am Tor zum Stubai hier an der Europabrücke. Grüße ich euch herzlich. Hier, wo das Reisen immer aktuell ist, entsteht der neue Markt. Ein Markt, der speziell die regionalen Produkte und die Bauern und ihre Erzeugnisse mit einbeziehen will. Wir begrüßen euch ab August hier im neuen Markt. Grüß euch aus nah und fern. Wir das sind trotz Corona nicht untätig gewesen. Wir bereiten uns im Dorf mit unseren idyllischen Badl und da heroben am Fuße der Serles auf den Sommer vor. Wir freuen uns auf alle Gäste und Einheimische, die dann in weiterer Folge unseren schönen Natur- und Erholungsraum bei uns im Mirdas im Stubai genießen werden. Grüß euch! Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich aufsperren dürfen nach unserer Zwangspause. Und wir waren die letzten Wochen recht fleißig, haben das Bad wieder auf Vordermann gebracht. Und ihr werdet sehen, es glänzt alles wie am Anfang, alles ist tipptopp. Wir beginnen jetzt mal mit dem Außenbereich, dass der aufgesperrt wird und werden dann, sobald es uns möglich ist, auch den Innenbereich, also das Hallenbad und dann den Saunabereich aufsperren. Am besten ist, ihr informiert euch, schaut am besten bitte auf die Homepage www.stubai.at oder auf die Facebook-Seite. Und ja, wir freuen uns unheimlich, kommt zu uns, bis bald! Grüß euch. Ich stehe da herunten vor dem Platz, wo der Kindergarten entsteht. Trotz Corona haben wir da weitergemacht. Es ist alles vorbereitet, dass der Baumeister Goldinger im Juni anfangen kann und im Herbst 2021 wird der Kindergarten für unsere Kinder fertig sein. Ja, grüß Gott aus Neustift im Stubai. Ja, der Blick nach vorne in dieser Corona-Krise ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben auch die Zeit in der Gemeinde sehr intensiv genützt, um für die Zeit nach Corona zu sorgen. Wir haben ganz wichtige Verkehrswege sichern können und wir haben Voraussetzungen schaffen können, dass der Tourismusverband mit dem Weiterbau des Radweges beginnen kann. Und insofern freuen wir uns, dass ihr und du alle dabei seid, für die Zeit nach Corona.